I'm Daniel Ricciardo. Die Jungs von Infinity Red Bull Racing haben mir all diese schönen, handgefertigten Kunstwerke anvertraut. Hoffentlich mache ich nicht allzu viel kaputt. I don't do too much damage here. Feels good. Fühlt sich gut an. Bin gespannt, was der neue Wagen so drauf hat. Da wurde ganz schön was verändert. So viele neue Regeln wie dieses Jahr gab es noch nie. Hier neuer und alter Wagen im direkten Vergleich. Ich fahre im neuen, Sebastian in seinem Siegerauto vom letzten Jahr. Die Idee war, die neuen Wagen sehr viel sicherer und spritsparender zu machen. Hier die wichtigsten Veränderungen. Eine neue Nase, Frontflügel, Heckflügel, Motor, Getriebe, ein weiteres Energy Recovery System und vieles mehr. Die erlaubte Spritmenge wurde über ein Drittel reduziert, 30% weniger im Tank. Wie spart man so viel, ohne liegen zu bleiben? Wir bekommen einen Gang mehr. Aus 7 werden 8. Die revolutionärste Änderung aber ist der neue, sparsamere Motor. Kein Sauger, sondern Einspritzer mit höherem Druck zur optimierten Spritverbrennung. Zwei Zylinder raus, V6 statt V8. Die Drehzahl ist auf 15.000 begrenzt. Und der Turbo ist wieder da und damit auch der Turbo-Sound. Das Energy Recovery System wurde erweitert. Das neue ERS arbeitet mit 2 Motorgeneratoren. Der neue wird von den heißen Auspuffgasen angetrieben. Der andere nutzt weiterhin die Bremsenergie der Hinterräder und ist deutlich kräftiger geworden. Der Akku speichert 10-mal mehr Energie, genug für ca. 33 Sekunden pro Runde statt vorher 6,6 und doppelt so viel Boost von 160 PS. Es gibt auch mehr Drehmoment. Der Wagen ist beim Rausbeschleunigen schwerer zu kontrollieren. Damit werden wir wohl deutlich mehr Zweikämpfe sehen. Äußerlich und in der Aerodynamik hat sich auch vieles verändert. Unsere Füße rutschen etwas runter, weil die Nase aus Sicherheitsgründen tiefer sitzt. Der Frontflügel wird schmaler. Downforce wird deutlich reduziert. Der Blown Diffuser fällt weg, der Beamwing verschwindet auch. Das Heck muss gestützt werden. Der Hauptflügel wird flacher und lässt sich weiter öffnen. Die Attacken mit DRS können also noch aggressiver werden. Die neuen Antriebsstränge müssen jetzt doch länger halten. Statt früher 8 Motoren haben wir für die gesamte Saison jetzt nur noch 5 Antriebsstränge. Wollen wir den ersten Motor gleich mal ein bisschen kitzeln? Let's go!